Und die Österreicher, das ging ganz prima los. In der 7. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen und für solche Geschichten ist dann Herbert Gaga zuständig. Vorbildlich der Kapitän. Er kam übrigens von Mödling, wo seit kurzem jetzt Kurt Jara neuer Trainer ist. Andreas Schiener in der 18. Minute, 20 Jahre jung, typischer Vertreter dieser Mannschaft, zum zweiten Treffer für Admira Wacker. Und für sein Alter sehr routiniert, wie er das Ding hier schaukelt. Ja, und sollten denn die Polen überhaupt nicht zum Zuge kommen, so war es denn doch nicht. 26. Minute, Szymonski zum Anschlusstreffer zum 2:1. Wie gewonnen, so zerronnen. Aus dem 2:0 wurde Flug sein 2:2. Oreszczyk in der 35. Minute zum Ausgleich. Und da war dann der Schwung dahin bei den jungen Österreichern. Aber dann zweite Spielhälfte und es lief wieder wesentlich besser. Elfmeterpfiff erneut. Und logischerweise traf jetzt der Libero nach vorne, nämlich Herbert Gaga. Mit den Armen ein bisschen umgerissen, aber auch vom Österreicher geschoben. Eine Entscheidung, vielleicht ein bisschen hart in dieser Situation. Und es war keine klare Torchance, nichtsdestotrotz darf man darüber nicht nachdenken, sondern muss den Ball ins Tor setzen zum 3:2. Und dieser Treffer gab den Österreichern wieder den richtigen Auftrieb. Laszlo Klaus, der Ungar, zum 4:2. Der Ausgleich noch in der ersten Spielhälfte, das wirkte wie eine kalte Dusche. Und dann nach dem Seitenwechsel dieses Elfmetertor, das wirkte so richtig befreiend. Auch dieses ist ein Treffer, auch wenn ein Pole letztlich dafür verantwortlich ist. Wagstock 5:2 gewinnt Admira Wacker dann doch noch relativ klar gegen Gornik Sabce und schafft sich eine prima Ausgangsposition für das Rückspiel.